Tag hier auf dem Bahrain International Circuit und unsere Fahrer sind mit ihren letzten Checks beschäftigt, bevor das Rennen gleich beginnt. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen insgesamt 15 Kurven gefahren. Die Kurven 1 und 4 sollten ein paar Überholmöglichkeiten bieten. Immer wieder ein Knackpunkt ist allerdings die Zufahrt zu Kurve 10. Hier haben wir in den letzten Jahren oft blockierte linke Vorderreifen und den ein oder anderen Bremsplatten gesehen. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole und daneben steht Charles Leclerc. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Russell, Fernando Alonso und Norris, Ocon, Ricciardo, Gasly und Yuki Tsunoda, Magnussen, Joe, Alexander Albon und Mick Schumacher, Sainz, Bottas, Sebastian Vettel und Lance Stroll. Latifi und Lewis Hamilton vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Hallo Stefan, ich bin neugierig. Als jemand, der selbst schon auf der Strecke war, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Eine unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern.
Status Teamkollege. Status Teamkollege. Macht sich bestimmt. Oder? Oh, bisschen tot hat. Sein Renningenieur, gerade Tedious Hamilton. Ich hier mal. Peter Wonnigan sagt aber, jetzt bist du nah.
Hamilton macht da einen Fehler. Boah. Aber immer noch ab Safe. Der siebenfache Weltmeister. Der ist nah dran, der Hamilton. Der ist schwer. Beschieden durch voran. Ich hätte es nicht schon mal raus. Ich hab's in den Hamilton.
Ricardo sieht das auch. Woher kommt jetzt Hamilton her?